Herzlichen Dank. Und wir kommen zur Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden oder der stellvertretenden Vorsitzenden. Sind wir heute mal politisch korrekt? Mögliche Kandidierende mögen sich bitte schon mal nach vorne begeben, bevor ich dann an den Wahlleiter übergebe, damit er die Kandidatenliste eröffnen kann. So, wir kommen nach der Tagesordnung sozusagen jetzt zur Eröffnung der Wahlliste für die nächste zu wählende Position des zweiten Vorsitzenden, der zweiten Vorsitzenden. Die Wahlliste ist hiermit eröffnet. Die kandidierende Liste ist hiermit eröffnet. Verzeihung. Gut, da ich jetzt hier nicht erkennen kann, dass zu den Kandidierenden, die bereits bekannt sind, noch weitere hinzutreten oder Vorschläge spontan hier auftauchen, schließe ich die Kandidierendenliste in 3, 2, 1. Die Kandidierendenliste ist hiermit geschlossen und ich übergebe an die Versammlungsleitung. Dieses Ping-Pong ist einfach großartig. Ich glaube, das müssen wir mal überarbeiten. Michael, ja. Magst du nach oben kommen? Du hast noch 2 Minuten. Alles klar, gut. Aber damit jeder weiß, wer als Kandidat zur Verfügung steht, der Michael verzichtet auf eine weitere Vorstellung und ist auch der einzige Kandidat. Gibt es noch Fragen? Ja, Fragen kannst du nicht vom Platz aus stellen, sondern dann müsstest du schon ans Mikrofon gehen. Aber das kennst du eigentlich. Moin, Michael. Michael, ich habe dich bei der letzten Kreistagssitzung erlebt. Ich habe neben dir gesessen, wir saßen 10 Meter neben der Bank von der Presseleuten. Die Kreistagssitzung hat 6 Stunden gedauert. Könntest du mir erklären, wie du in Zukunft ähnliche Verhaltensweisen von dir bei Sitzungen und in deiner Präsenz gegenüber der Öffentlichkeit vermeiden willst? Denn ich habe dich die Hälfte der Sitzung leider nicht anwesend erlebt, sondern auf deinem Stuhl am Schlafen abwesend und nicht dazu in der Lage, deine Aufgabe als Fraktionsgeschäftsführer bei einem sehr wichtigen Piratenantrag wahrzunehmen. Es macht mir große Sorgen. Ich muss außerdem auch sagen, dass ich von dir im Moment keine Präsenz in deinen Aufgaben erkennen kann. Ich kriege dich aus nächster Nähe mit in den Kreisverband OW Dieder und wüsste deswegen gern, wieso du in deiner Bewerbung drinstehen hast. Du hast einige Eigenschaften, die du im Moment im Schlafmodus hast. Ich zitiere aus dem Wiki. Ja. Und ich erkenne eigentlich immer mehr, dass aufgrund von Umständen, die leider sehr unglücklich sind, du immer weniger präsent bist. Den Eindruck, dass ich da abwesend war, den hast du. Ich habe das anders gesehen. Ich war die ganze Zeit anwesend, logischerweise. Was die Präsenz angeht, da haben wir schon immer unterschiedliche Meinungen gehabt, was die Arbeitsweise des Fraktionsgeschäftsführers angeht. Bis jetzt hat es innerhalb der Fraktion keine Klagen darüber gegeben. Darf ich eine Nachfrage stellen? Wie viele Berichte hast du im Jahr 2015 als Fraktionsgeschäftsführer gegenüber der Öffentlichkeit dargelegt und ist die Zahl 0 falsch? Die Zahl 0 ist nicht falsch, nein. Gut, gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht, dann darfst du dich schon mal setzen und ich
übergebe wieder an den Wahlleiter. Vielen Dank dafür. Wir schreiten dann jetzt gleich zur nächsten Wahl. Dafür bitte ich wieder die Wahlhelfer nach vorne, auf dass die Urnen herumgezeigt werden mögen. Alle Wahlhelfer, ich hatte letzthin noch 6 davon. Kleinen Augenblick noch, du brauchst das noch nicht hochheben, es sei denn, du willst das so lange halten, bis die anderen da sind. Sollte jemand eventuell einen Wahlhelfer sehen, auch vor der Tür? Weil ich fühle mich so mit 2 Wahlhelfern ganz alleine, würde ich mich dann doch etwas überfordert fühlen. Wir müssen jetzt kurz mal eine Kunstpause einlegen, derweil erzähle ich euch kurz, womit ihr denn wählen werdet. Es geht jetzt bei dieser Abstimmung weiter mit dem Stimmzettel Nummer 2 in der schönen Farbe Gelb. Ihr nehmt wieder eure Karte mit. Und zwar in dem Fall haben wir nur einen Kandidaten. Das heißt, es ist zulässig. Wir wechseln das Wahlverfahren. Wir haben nur einen Kandidaten. Demzufolge gibt es keine Akzeptanzwahl, sondern wir reden von einer Präferenzwahl. Wir sind im Wahlgang 2. Ihr nehmt bitte die entsprechende... jetzt warte mal. Sekunde mal bitte, wir prüfen mal fix die GO. Okay, entschuldigt die Verwirrung, ich muss noch ein bisschen üben. Also, erstmal so mein Danke, wir haben jetzt die Wahlhelfer weitestgehend vollständig da vorne. Wir nehmen weiterhin die Ja-Karte und kreuzen dort einfach auch für die folgenden Wahlgänge das ab. Vom Verfahren her, da wir nur einen Kandidierenden haben, könnt ihr mit Ja und mit Nein stimmen. So werden wir dann auszählen. Ihr könnt also die 1 ankreuzen, das Ja, und die 2, das Nein. Gut, jetzt... Bevor ich die Wahl eröffne, nochmal kurz ein Blick in die Wahlurnen. Wir haben das nur vorweggeschickt, jetzt nur noch 2 im Gebrauch, da hinten im Raum nur Platz für 2 auch vorhanden ist. Schaut sie euch an, die Wahlhelfer mögen sie jetzt bitte wieder verschließen und jetzt eröffne ich die Wahl und damit auch die Prozession hinten zum Wahllokal. Vielleicht eine kleine Durchsage noch dazu. Der Knut hat gerade eben darauf hingewiesen, dass es eine Pizzabestellung gibt. Da gibt es ein Petsu, das ist, glaube ich, vorgestellt worden. Wer jetzt nicht das übers Netz erreichen kann, der kann bei Knut auch gucken, was für Pizza gibt und da seine Bestellung eintragen.
warten, bis der Wahlgang durch ist. Ich kann mir auch sicher sein, dass selbst in dieser Tasse dieser Kamin nicht kalt werden wird. Ich muss den einfach nur richtig positionieren. Es ist unfassbar. So, um ein klein wenig Bewegung reinzukriegen, wir haben es jetzt 12.33 Uhr, aufgrund des abflauenden Wahlinteresses tue ich meine Absicht kund, in 3 Minuten den Wahlgang zu schließen. Wer noch seine Stimme abgeben möchte, möge dies jetzt tun. So, wie bereits angekündigt, wir haben es 12.36 Uhr, es ist kein Riesenansturm mehr zu sehen. Ich schließe hiermit die Wahl im Wahlgang 2.
Ruhe bitte und wieder alle an die Plätze. Wir haben ein Ergebnis. So, Ergebnis des Wahlgangs zur Wahl des stellvertretenden zweiten Vorsitzenden, ne? Oder stellvertretenden, egal. Es wurden abgegeben 52 Stimmen, davon gültige Stimmen 51, eine Stimme war ungültig. Mit Nein stimmten 20,